Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Projekt. Wir haben ja erst Resident Evil 8 Village durchgespielt und ich hatte ja eine kleine Umfrage auf YouTube gestartet, wo ihr euch einige Spiele aussuchen konntet. Und Bioshock hat schlussendlich gewonnen. Wir werden das Ganze hier auf der PlayStation 4 Pro spielen und ja, ich bin gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Ich weiß nicht, ob es sich hierbei übrigens um das Remake bzw. Remaster handelt. Es sieht ein bisschen besser aus als das ursprüngliche Bioshock, aber mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Es kann sein, dass hier gleich ein Intro kommt und danach werden wir dann natürlich gemeinsam zocken. Also, bis gleich. So, Gamma habe ich eingestellt. So, wir werden natürlich das Spiel auf Normal spielen. Du hast bereits andere Shooter gespielt. Das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob die Sprachausgabe deutsch war oder englisch mit deutschen Untertiteln. Das werden wir gleich gemeinsam erfahren. 1960, Mitte des Atlantik. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, Sie hatten recht. Bioshock. So, Leute, da befinden wir uns auch im Spiel. Wie kann man eigentlich tauchen? Das weiß ich gerade nicht genau, aber hier können wir durch. Das Flugzeug scheint abgestürzt zu sein. Oh yeah. Ich glaube, das ist das Originalspiel. Kann es sein? Sieht zumindest danach gerade aus. Es lief ja noch mit der Unreal Engine 3, so viel ich weiß. Aber warum gerade das Flugzeug hier abgestürzt ist, das wissen wir nicht. Und dass hier sich mitten im Atlantik, ich sag jetzt mal, so ein Turm hier aufgestellt wurde, ist auch sehr seltsam. Okay, wir gehen aber erstmal rein und dann sehen wir uns um. Hallo? Oder ich bin eingeschlossen? Keine Götter oder Könige, nur Männer. Wo will uns denn dieses Fahrzeug hinführen? Hier steht Industrie. Wissenschaft. Oder Science, also Forschung. Und da wird wahrscheinlich Wissenschaft oder sowas stehen, ne? Art, also Kunst. Interessant, was ist da drüben? Das nun er. Gut, dann wollen wir mal reingehen. Und den Hebel ziehen.
Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Oh ja. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Da ist auch ein Blauwal. Das war, glaube ich, gerade ein Big Daddy. Wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Muss Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Oh ja, das Spiel habe ich damals übrigens mal auf den Computer gespielt. Das ist aber schon gut 12 oder 13 Jahre her. Könnte auch schon länger her sein, ich weiß es nicht genau. Alter Falter, ey. Ich glaube, es ist sogar noch älter. Ich glaube, 2008 oder so kam es auf den Markt. Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tut mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Oh Gott. Sie können meine Waffe behalten. Sie können. Genau. Hau ab! Wärst du so freundlich, das Funkgerät anzunehmen? Okay. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast. Aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. So, wir befinden uns jetzt in Rapture. Sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Okay. Es sind auch so viele Koffer, die hier rumliegen. Und die Welt scheint hier, oder die Stadt. Das ist aber schön. Das ist nett. Sie gar nicht. Nur noch ein bisschen näher. Da kommt sie. Bitte lächeln, Schwester. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Spleißer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, diese Strengsgesinnte. So, wir können auch mit denen schwingen. Hab ich gerade gehustet?
Ja, wir können einige Dinge kaputt machen. Leider ist die deutsche Version damals stark geschnitten gewesen. Ich habe ja auch nicht die internationale, sondern immer die deutsche Version. Hey, das ist aber keine freundliche Begrüßung hier. Ich hab sie nicht angefangen. So. Ja, ich habe mich zwar verletzt, aber bin noch am Leben. Und ich verbrauche jetzt erstmal noch nichts. Obwohl, habe ich jetzt doch gemacht. Naja. Oh, guck mal. Elektrobolt. Ja, das sind spezielle Fähigkeiten, die wir dann freischalten. Wie die funktionieren, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber man hat ja hier geforscht, ne? Um den Menschen zu verbessern. Und das werden wir jetzt mal hier nutzen. Oder auch nicht. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Das Unterbauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. So ungefähr. So. Damit kann man auch verschiedene Gegenstände öffnen, beziehungsweise Räume und es mit Strom versorgen. Pep-Riegel, okay. Ich glaube, sonst ist hier nichts weiter. Aha. Ja, da sehen wir einen Teil von Rapture. Ist ziemlich heftig, wenn man überlegt, was man hier unter Wasser gebaut hat. Eine Stadt unter Wasser. Nice. Oh nein. Kommen wir überhaupt noch raus? Ups. Schnell durch. So, wir sollten auch schleichen lernen. Da mein Spielzeug. Nice. Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Yo. So. Und umso häufiger wir die Fähigkeiten einsetzen, umso schneller brauchen wir natürlich dann dementsprechend neues Eve. Hat der noch irgendwas? Nee, ne? Der blitzt nur vor sich hin.
Alles klar. So habe ich sie gefunden. Oh, jetzt hast du mich aber verloren. Wow. Komm! Mensch! War ein bisschen gefährlich. Hier ist ein Aufzug runtergefallen. Hoffentlich stürzt der, mit dem wir dann fahren, nicht auch noch ab. Wow. Kick hier zu Neptuns Bounty. Das gefällt mir hier alles überhaupt gar nicht. Haben wir nochmal einen Verbandskasten? Eine Pistole. Das Mädel haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Ja, das muss schon eine Weile so gehen. Ich meine, hier sieht man überall Blut, ne? Komischerweise, wenn man die Gegner angreift, allerdings nicht. Die laufen auch nicht aus, wie sie normalerweise das tun würden, wenn du die Uncut-Version zocken würdest. Aber okay. Ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, kann ich selber speichern? Jo, okay. Das wollte ich nur mal kurz gucken. Ich glaube, hier rennen noch mehr rum von den Freaks. Okay, warte mal. Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Brenda! Okay, hier ist irgendwo eine Brenda. Okay, da muss ich, glaube ich, lang. Geh erstmal nach unten. Gib mir mal Adam! Ihr haut ab, Brenda! Charlie! Wo gehst du hin? Stopp! Man sollte immer, wirklich immer alles kontrollieren. Und jetzt habe ich auch eine Pistole, die glücklicherweise funktioniert. Beziehungsweise mehr Munition, wollte ich eigentlich sagen. Da kann ich nur reingucken, mehr nicht. Okay. Ist hier noch irgendwo...
macht ihm eins mit dem Elektrobolt. Genau. Die werden nämlich komplett geschockt. Und wenn du Glück hast, sterben sie auch noch. Das kannst du auch miteinander, glaube ich, kombinieren später. Auf jeden Fall ging alles den Bach runter. Das hat man jetzt gerade gemerkt. So, warte mal. Wir müssen wieder nach oben, glaube ich. So. Da kommen wir nie rein. Okay. Wir haben ein bisschen mehr Geld und einen Verbandskasten. Nice. Wo war das hier, ne? Alles klar. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Gut. Irgendwo ist ja der Big Daddy sicherlich. Ja, da hat Atlas recht. Oh. Oh, oh. Alter. Du solltest immer aufpassen, was du machst. Also gegen Big Daddy sollte man noch nicht kämpfen, wenn es möglich wäre, sollte. Ach, ihr wisst, was ich meine. Wie ist der eigentlich so schnell weggekommen? Und ihr habt schon gemerkt, man kann auch tatsächlich was essen. Sollte man auch machen, wenn man sonst nichts zur Heilung hat. Hier sonst irgendwas machen? Nee. Ist nur eine Tribüne. Für was auch immer. Ich sollte auch wenig später mal speichern. Denn ich glaube, das ist so, wenn man keinen Speicher hat und man stirbt, hat man Pech. Nee, obwohl, warte mal, eigentlich müsste man hier wiederbelebt werden. Bei der Vita-Chamber. Okay, ich speichere trotzdem. So. Gut, genau. Es ist unhöflich, unkritisch und kultiviert. Das ist meine Puppe. Keiner hilft mir schon. Wird schon alles klar. Wart's nur ab. Okay. Kleines Armloch. Haha!
Oh nein, die haben Big Daddy gekillt. Ich muss mal kurz warten, ansonsten bin ich tot. Das gefällt mir alles hier überhaupt gar nicht. Ach, und natürlich sind hier wieder Toiletten. Okay. Da hat wohl jemand den Ketchup ausgeschüttet gehabt. Sicherheitsalarm ausgelöst. Sinn? Such dir ein besseres Versteckmonster, ich sehe dich. Du siehst mich aber schön. Oh. Ist auch nicht sehr nett. Okay, ich soll jetzt auf der anderen Seite lang latschen. Warum nicht? Oh. Okidoki. Okay. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Dir fällt mir überhaupt nicht. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Oh, oh. Tu mir bitte nicht weh. Nimm mich stattdessen. Mach hinne. Okay, jetzt geht's zum Medical Pavillon. Alter Falter. Es ist schon so lange her, dass ich das gezockt habe, dass ich die Stellen alle gar nicht mehr kenne. Aber ist egal. Ist vielleicht auch besser so. Das ist ja fast ein Blind Let's Play. So. Wisst ihr, was ich geil finde? Diese Lichteffekte. Die waren damals großartig und sind es immer noch. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang, mach schon. Hier ist alles voller Blut. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig und übel. Oh, oh. Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas trübselig zu sein. Ist ein glücklicher Splicer. Ja, ja, du wirst bestimmt mal erzählen. Hallo. Danke. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist.
Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Na, bestimmt nicht ohne Grund. Da komme ich gar nicht lang. Warum? Ich glaube, ich muss da hinten lang, oder? Beziehungsweise da unten. Weil hier geht's nicht. Oh nee. Keine Ahnung, Mann. Ach, Mann, diese scheiß Hecken. Oh, das fand ich damals nicht so geil. Weil ich komme anscheinend auch nicht weiter, solange ich das nicht gemacht habe. Ach, so ein Dreck. Okay, warte mal. Also das muss... Das geht alles nicht. Okay, warte mal. Jetzt brauche ich noch ihn nach... Nee, das haut nicht hin. Jetzt müsste es hingehauen. Genau. Gut, wir haben jetzt ein bisschen Unterstützung. Muss nur aufpassen, dass ich den nicht treffe, ansonsten bin ich down, ne? Wir haben auch eine Schrotpatrone gesammelt. Muss ich das auch hacken? So wie es aussieht, nicht. Hat hier nicht einer gerade eine Schusswaffe gehabt? Ach ja, hier. Kann ich eigentlich hier hinten lang? Nope. Also okay, dann machen wir das auf. Sicherheitsalarm ausgelöst. Hallo? Wenn du durch den Notzugang gehst, musst du den Schlüssel von der Sitzung einnehmen. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. Ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Okay. Ich weiß gar nicht, kann ich überhaupt rennen? Oder ist es die Maximalgeschwindigkeit? Okay, warte mal, ne? Au! Du bist ein Klederpenner, Pennerin.
Pennerie. Was? Stopp! Warum machst du es mir? Wo gehst du? Oh ja, das hat was. Ich liebe es immer noch. War damals auch verdammt gruselig, wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann. Als Mist. Habe ich damals noch nicht so viele Horrorspiele gezockt wie heute. Okay, da gehe ich nicht lang, noch nicht. Ich glaube, das heben wir uns erst für die nächste Folge auf. Aber Leute, ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich bin immer noch positiv von dem Spiel überrascht, dass es immer noch so großartig ist. Hat ja einige Jahre schon auf dem Buckel. Und das wird es auf der PS4, der Xbox One und dem PC und ich glaube sogar für die Switch genießen können, ist auch schon mal was ziemlich Geiles. So, ich verabschiede mich hiermit. Hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.